Hallo, meine Wundervollen! Ich habe meine Dreads jetzt seit 211 Tagen und ich war vor ungefähr einer Woche zum Festziehen und ich muss euch sagen, es tat sehr weh. Ja, kein Scheiß. Wenn du eine empfindliche Kopfhaut hast, mach dir keine Dreads. Bin danach richtig fertig gewesen, es war wie ein Tattoo. Das Video ist ein Dread-Update. Also wie ich gerade schon erzählt habe, ich war beim Haare festziehen, da bin ich dahin gegangen, wo ich die auch bekommen habe. Der hat mir die ganzen fusseligen Haare an meinem Kopf wieder reingezogen und hat auch so, ich hatte so ein paar Stellen, da hatten sich die Haare miteinander verwoben. Das hat er auch wieder schön gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich davor extrem lange gedrückt, da hinzugehen, um die Haare festziehen zu lassen, weil es so saumäßig wehtut, dass ich danach richtig komplett fertig mit der Welt bin. So, als hätte ich gerade ein frisches Tattoo gekriegt, bin ich runter von der Bereifung. Naja, das ist jetzt aber eine Woche her. Die Ansätze sind schön. Er hat mir auch hier zwei repariert. Die sind jetzt die roten. Da habe ich Haare von Amy. Und ich wollte euch einfach so generell zeigen, wie meine Dreads gerade aussehen. Das sind meine Dreads im momentanen Zustand. Ich habe eine neue Methode gelernt, wie man zu dünne Dreads reparieren kann, denn mir ist es passiert, dass mir doch Extensions rausgefallen sind, weil ich einfach zu doll gehäkelt habe. Und als ich beim Festziehen war, da hat mir der Typi da hat mir eine Methode gezeigt, wie man die dünnen Dreads ein bisschen dicker machen kann und sozusagen reparieren kann. Und das zeige ich euch gerne. Aber in einem anderen Video. Ich habe nicht so besonders viele Dreads, was daran liegt, dass ich eher dünnes Haar habe. Und ich hatte halt mal einen Kommentar unter einem Video, dass man irgendwie die Lücken sieht und dass ich die aufmachen sollte und dann noch mehr daraus machen kann. Und ich habe tatsächlich eine Weile darüber nachgedacht, ob ich das mache oder nicht. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich will, dass sie einfach genauso sind, wie sie sind. Ich bin glücklich mit der Verteilung, glücklich mit der Dicke. Ich bin einfach happy, so wie sie sind. Und ja, es sind halt nicht so viele, aber so ist das halt mit meinen Dreads. Wir sind ja so individuell wie die Augenfarbe. Jetzt weißt du Bescheid. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag es bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram. Oder eine E-Mail, um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere doch diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen.